Hi Erik, schön, dass du da bist. Und ich habe es vorhin ja schon gesagt, du bist IT-Cybersicherheitsexperte. Du hast eine eigene Firma. Mhm. Also ziemlich jung, ne, mit einer eigenen Firma. Ja, mit 17 gegründet. Als Cybersicherheitsexperte, was ist deiner Erfahrung nach der häufigste Fehler, den Menschen beim Schutz ihrer persönlichen Daten im Internet zu machen? Ich glaube, das Wiederverwenden von einem Passwort. Also ich würde einen Passwortmanager empfehlen oder einfach in Firefox sich immer neue Passwörter generieren lassen. Also ich meine, sehr viele Passwörter kann man einfach... Ja, ich merke schon, von deinem Know-how können heute, glaube ich, mehr Leute profitieren als nur wir hier im Studio. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, wenn wir schon mal einen echten Cybersicherheitsexperten hier sitzen haben, dann erklären wir vielleicht unseren Zuschauerinnen und Zuschauern daheim oder auch hier im Studio, wie wichtig Datensicherheit ist. Hast du Bock darauf, dass wir zwei das zusammen machen? Bitte. Sendung moderieren? Ja, dann leisten wir jetzt mal ein bisschen öffentlich-rechtliche, echte Aufklärungsarbeit. Erik, komm mal mit. Hier, komm mal her, hier vorne hin. Wir zwei moderieren jetzt zusammen ein kleines Service-Magazin zum Thema Sicherheit im Internet. Wir stehen nebeneinander. Du musst gar nicht denken. Eigentlich, du musst nur vorlesen, was da steht. Guck mal, die Texte sind fertig geschrieben. Alles da in diesem Teleprompter, direkt in der Kamera. Mein Text ist grün, deiner ist gelb. Du weißt nicht, was jetzt passiert. Und ich würde sagen, jetzt lernen wir mal gemeinsam was fürs Leben. Diagnose Doppelklick. Heute Datensicherheit. Herzlich willkommen zu Diagnose Doppelklick, Ihrem neuen Magazin für Datensicherheit im Internet. Mein Name ist Jan Böhmermann. Und mein Name ist Cybersicherheitsexperte Erik Uden. Guten Abend. Kriminelle. Früher waren sie leicht zu erkennen an ihren schwarz-weiß gestreiften Hemden, einer schwarzen Ganovenmaske über den Augen und einem randvollen Jutesack mit einem großen Dollarzeichen drauf. Im Internet jedoch sind Kriminelle inzwischen von ganz normalen Vollidioten nicht mehr zu unterscheiden. Darum ist Cybersicherheit und der Schutz von persönlichen Daten im Netz wichtiger denn je. Gehen Sie niemals fahrlässig mit Ihren persönlichen Daten im Internet um. Streamen Sie niemals Ihren Alltag live ins Netz, denn sonst können Unbekannte über das Netz in Ihr Leben eindringen, ohne dass Sie etwas davon merken. Was da so alles Schreckliches passieren kann, das zeigen wir Ihnen heute. Ja, Erik, richtig, du moderierst erstaunlich gut, muss ich mal sagen. Oder? Aber ja, du hast recht, Erik. Heute beleuchten wir darum einen besonders schwerwiegenden Fall von digitalem Leichtsinn. Der Fall von Erik U. Der Name kommt mir bekannt vor. Der fast 20-jährige Cybersicherheitsexperte Erik U. aus Norden stellt freiwillig grotesk viele persönliche Daten und Informationen ins Netz. Das kann ich bestätigen. Vielleicht, weil er sich denkt, ich habe ja nichts zu verbergen, was soll schon passieren, ich bin ja eh ein Cybersicherheitsexperte. Aber das ist gefährlich, das ist ein fataler Irrtum. Zum Beispiel Erik U. Wohnadresse und seine private Telefonnummer steht alles in Erik U.'s Lebenslauf, den er selbst öffentlich einsehbar auf seine Website hochgeladen hat. Wow, das gibt's ja gar nicht. Hat er direkt auf die Startseite seiner Website hochgeladen, damit diese super sensiblen Daten auch wirklich jeder finden und missbrauchen kann. Autsch, Erik U., autsch! Und tatsächlich, es dauerte auch nicht lange, bis Erik U., der große Teile seines Alltags live und öffentlich ins Internet streamt, erfahren musste, was so alles passieren kann. Danke an die Leute, welche uns Pizza gesendet haben und Pommes und was auch immer. Wir essen das jetzt. Ja, dramatische Szenen. Während Erik U. dabei war, mit seinem Kumpel Nick eine Mastodon-Instanz aufzubauen und das auch noch live über Kick gestreamt hat, haben Unbekannte ihm eine Pizza geschickt. Das gibt's auch gar nicht. Wahrscheinlich eine Warnung an Erik U. Gut möglich, Erik. Diese Unvorsichtigkeit im Netz, bei Erik U. leider kein Einzelfall. Ja, Jan, das stimmt. Letztes Jahr schrieb Erik U. zum Beispiel im öffentlich einsehbaren Discord-Channel der Informatikfachschaft, nein, Uni Oldenburg, Folgendes. Er schrieb Folgendes. Tatsächlich hat keiner meiner Speicher irgendwelche pornografischen Inhalte. Ganz schön leichtsinnig, sowas öffentlich einsehbar bei Discord zu schreiben. Denn es provoziert natürlich skrupellose Internettäter dazu, mal zu checken, ob das wirklich stimmt. Ja, skrupellose Täter, gutes Stichwort, Erik. Diese skrupellosen Täter konnten sich nämlich spielend leicht Zugang verschaffen zum Download-Ordner von Erik U. und sämtliche Inhalte, über 48 Stunden heruntergeladenes Material, nach pornografischen Inhalten durchsuchen. Und Erik, was meinst du? Haben Sie bei Erik U. pornografische Inhalte im Download-Ordner gefunden? Soweit ich weiß, ja. Im Text steht aber jetzt, du musst jetzt Nein vorlesen, sonst funktioniert der nächste Witz nicht. Ne, ich kenne den Ordner. Oh Gott! Oh
Okay. Soll ich lügen? Okay, korrekt. Tatsächlich hat irgendjemand mal versucht, das Video Goth Girl Wants Me to Oil Her Up runterzuladen. Aber das kann wirklich jeder gewesen sein. Weil wirklich jeder auf den Download-Ordner von Erik U zugreifen konnte. Jeder konnte auf den Download-Ordner von Erik U zugreifen. Mhm. Ja, touché. Erik U, lieber Erik, führt übrigens auch einen öffentlich einsehbaren Travel-Blog, auf dem jeder jederzeit nachvollziehen kann, wann er wohin mit der Bahn fährt. Das heißt, Erik U teilt öffentlich seinen Standort? Ja, ganz schön dumm, oder? Und diese hochsensiblen Daten haben skrupellose Täter abermals schamlos ausgenutzt. Sie haben Erik U's Standort anhand der Infos aus seinem Travelblog trianguliert und kombiniert mit einer weiteren pikanten persönlichen Information, die Erik an anderer Stelle im Netz öffentlich über sich preisgegeben hat. Denn Erik U liebt knackige Pfirsiche. It is crunchy. Das hat Kontext. In dieser Sendung, Erik, ist Kontext komplett egal. Igitt, Erik U liebt knackige Pfirsiche. Wer mag denn knackige Pfirsiche? Und mit dieser delikaten Information und Eriks Travelblog konnten sich abermals Unbekannte unbemerkt ins Leben von Erik U einschleichen. Die Täter haben Erik U aufgespürt und mit versteckter Kamera observiert. Die Täter waren absolute Profis. Das ist passiert. Die unbekannten Täter konnten Erik U aufspüren, nur anhand der Informationen, die er selber von sich im Internet gepostet hat. Und haben ihn dann 2 Tage und 1 Nacht beschattet. Die Täter waren an seinem Zuhause, bei seinen Bahnfahrten, am Gleis, am Jugendzentrum, bei dem leckeren Italiener, für den Erik U eine Website gestaltet hat. Das Opfer Erik U. Die haben dem nicht zugestimmt, noch nichts bezahlt. Ist das hier eine Zahlungsaufforderung über das Hauptprogramm des zweiten deutschen Fernsehens? Durch mich habt ihr Werbung bekommen. Ob das juristisch erlaubt ist. Das Opfer Erik U hat auf jeden Fall von all dem nichts mitbekommen, oder? Hoppla, noch nicht mal als die Täter den ahnungslosen Erik U mit knackigen Pfirsichen Nein! 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 Und ihn auch noch mal mit Zahnvorliebe konfrontierten. Willst du übrigens einen Pfirsich? Gerne. Die sind leider recht knackig. Knackig tatsächlich. Okay. Ich wusste es! Das konnte niemals Zufall sein! Ich habe meinen Freunden davon Tage erzählt, wie dieser Zufall zustande gekommen ist. Ich fasse mal zusammen. Passen Sie auf, was Sie von sich im Internet veröffentlichen, sonst reißt Ihnen eine räudige Bande Ehrenfelder Mediendödel hinterher, füttert Sie in der Bahn mit knackigen Pfirsichen, filmt Sie heimlich und Sie merken noch nicht mal was davon. Exakt, Jan. Furchtbar. Wir müssen einfach aufpassen, was wir im Internet über uns preisgeben. Denn wenn man unvorsichtig und leichtsinnig ist, kann man das Auswirkungen auf unser echtes Leben haben. True, true. Das war der alarmierende Fall des Erik U. Pass gut auf, Erik, dass dir eines Tages nicht auch so was Schreckliches passiert. Guten Abend. Diagnose Doppelklick. So. Erik, du hast nichts gewusst. Du hast nicht bemerkt, dass da jemand in der Bahn dir knackige Pfirsiche anbietet? Es schien mir einer der unvorstellbarsten Zufälle überhaupt zu sein. Ja. Vor allem mit diesem Satz. Er brannte sich in meinem Kopf, dass ich sofort meinen Freunden davon schrieb, wo es ein Insider zwischen uns ist, weil sie mich hassen, dass ich knackige Pfirsiche mag. Erstmal vielen Dank, nochmal einen kleinen Applaus. Vielen Dank für deine wertvollen Tipps, Erik. Und Erik. Du bekommst natürlich ein kleines Dankeschön von uns. Und dieses kleine Dankeschön bringt dir jemand, der dir vielleicht bekannt vorkommen könnte, von deiner Fahrt mit dem Regionalexpress 7 von Hamm-Westfalen nach Münster am 30. Juni 2023, 13.20 Uhr ab Gleis 3. Hier ist deine heimliche, lass dich überwachen, Reisebegleiterin Anna! Darf ich vorstellen, Hi. Anna, Erik, Anna, ihr habt euch sonst immer nur über Teleobjektive oder über Kameras gesehen, ne? So schnell sieht man sich wieder, genau. Wir haben einen tollen Preis für dich, Erik.
Wir haben nämlich eine Bahncard 100 für dich und ein vierwöchiges Vollzeitpraktikum bei Mastodon. Ich glaube, passend zum T-Shirt. Ich habe mich da beworben. Und sie haben mich abgelehnt. Und jetzt hast du deine Stelle. Einmal. Und wir haben natürlich auch keine Kosten und Mühen gescheut und den knackigsten Pfirsich besorgt, den wir auftreiben konnten. Der ist nicht echt. Nicht ganz. Oh Mensch, jetzt verdirbt den Leuten noch nicht den Spaß. Beiß da mal rein, Mensch. Genau. Verdient ist verdient.